Und dann müsste man eigentlich eine Möglichkeit haben, das selber herzustellen, finde ich. Water Purifier. Nein, da ist die Moonshine Still. Ja, wo bastel ich mir die denn hin? Wir können die ja verlegen, das ist ja kein Problem. So, habe ich irgendwas dabei, was ich. Ja, habe ich. Wir brauchen 10 Steine, 17 Komponenten. Okay. Tja. Das kommt da sowieso weg. So, verbraucht, weg. Jetzt brauchen wir noch 10 Steine. Ich wollte ja auch noch was für Werkzeug machen, ne? Das Werkzeug brauchen wir auch eher hier drin. Das heißt, es bleibt dann auch drin. Was habe ich jetzt gerade eben gesagt? 10 Steine. Ja. Gut, machen wir es so. Zack. So, jetzt brauchen wir Wasser. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir sauberes Wasser da rein tun müssen, ne? Toll, mit den kleinen Fläschchen. Ich tue mir keinen Gefallen damit. Ich müsste unbedingt noch einen Eimer erstellen. Ach, shit, ich hab mich. Wieso dauert das genauso lange? Da war nichts drin. Ich brauch 1,5 Minuten oder 2 Minuten. Was war das, um festzustellen, dass ich die Menge nicht eingegeben habe? 10 Liter. Wie viel kommt denn da raus? Zweimal Buß. Aha, Moonshine was originally a slang term for high-proof distilled spirits. Okay. Moonshine. Wir brauchen Wasser. Das heißt, ich brauche unbedingt noch einen Eimer. Konnte ich den so machen? Nein. Dann war der bestimmt an der Workbench. Was brauche ich denn für einen Eimer? Eine Komponente. Okay, eine Komponente. Eine. Und einmal. Gut, dann müssen wir jetzt aber auch dazu übergehen. Vielleicht sollte ich. Oh, ich habe eine Idee. Okay. Ja. Ich sollte mir ein zweites Water Barrel basteln. Dann suchen wir uns Wasser. Wir haben ja bei diesen beiden Häusern, die hinter unserem Haus sind, wo die auch die Zombies drin sind, da haben wir ja Wasser. Vielleicht sollte ich das mit dem Eimer mal voll machen und das draußen hinstellen, dass wir draußen das unsichere Wasser haben und dann können wir so nach und nach abkochen und hier reinmachen, dass wir hier drinnen dann das sichere Wasser haben. 100 Liter. Ja, das lohnt sich dann definitiv. Ist hier noch was drin? Ne, gar nichts mehr. Ja. Das machen wir, dass wir im größeren, mal in größeren Dimensionen denken. 10 Liter, das heißt, ich nehme mal eben. Ah, warte mal, wie viel haben wir hier drin? Wieso sieht das braun aus? Unsafe? What? Bist du. Was? Wieso ist das jetzt an? Nee, es ist safe, es ist trinkbar. Was erzählt er mir hier mit unsafe? Echt, jetzt im Ernst? Jetzt ist der Wasserstatus. War der Eimer dreckig oder was? Den habe ich gerade erst gebastelt. Ey, es kann nicht angehen.
Pass auf, das teste ich jetzt trotzdem aus. Wird ja eh Alkohol. Ich teste es mal eben aus, ob das geht. Jetzt ist da sogar mehr drin. Wir brauchen 2 Zucker und eine Flasche. Da. Okay. Und Zucker haben wir sowieso im Inventar. Ne, 2 Zucker brauche ich. Okay, dann starten wir mit. Ein Tag dauert das, okay. Das mit dem Wasser verstehe ich jetzt aber nicht, ne? Das ist total. Wie ätzend ist das denn? Oh, apropos, müssen wir was trinken. Ich trinke mal hier was von der Cola. Auch wenn ich dann schlechter schlafen kann. Aber die läuft sowieso bald ab. Das lohnt sich schon fast gar nicht mehr, die wegzupacken. Und dann will ich das mal hier umsortieren. Ich glaube, dann damit bin ich echt nicht zufrieden. Für die 3 Sachen brauche ich keinen 10-Slot-Dings. Auf keinen Fall. War das so? Die ist auch nur noch. Was ist denn los? Warum ist die denn auf einmal so niedrig? Waren die alle vorher schon so oder wird die so schnell schlecht? Das ist doch. Da sind doch Unmengen von Zucker drin. Das kann auch nicht so schnell schlecht werden. Das lohnt sich gar nicht. Ganz ehrlich, da muss ich anfangen, das hier zu trinken. Dann nehme ich die hier raus. Da, die hat auch noch 72. Oh, selbst das hier hält natürlich jetzt wesentlich besser, ne? So, ich mache hier nochmal das Zeug hier rein und das. Ich mache mal ein paar Getränke hier rein. Ich hasse das zwar, einen Kühlschrank mit Getränke voll zu klumpen, aber solange wir ja nicht mehr Essen drin haben ist das, glaube ich, vollkommen Wumpe. Weil der Generator läuft ja eh. Was ärgerlich ist. So, dann kommen jetzt hier die Konserven rein. Und davon sollte ich mehr abgehen, die zu essen. Die müssen wir uns echt für schwierigere Zeiten aufheben. Die sicherlich auch noch kommen werden, denn es wird sich ja sicherlich noch einiges tun hier. Warte, so. Ist die Frage, wo kommt dann der Erste-Hilfe-Kasten hin? Könnten wir in sowas hier reinmachen? Hier sind auch noch Racks drin, siehst du? Pass auf, dann mache ich die Verbände. Split half. Wir haben ja sowieso einen Stack. Hier in unserem sicheren Schrank. Dann können wir die da drauf machen. So, einmal was zu essen, was zu trinken, Tabletten, ein Eimer, ein Kanister. Ich denke mal, das sind so für mich die wertvollsten Sachen. Warte mal, und meine Metal Ingots. Und ansonsten habe ich ja nichts, ne? Nee, die Metal Ingots auf jeden Fall noch. Die mache ich damit rein. Aber ansonsten denke ich mir mal, sind das verschmerzbare Sachen? Oder? Sag ich jetzt noch. Wir haben so viel Racks. Wir können einen Klamottenladen aufmachen. Der ist leer. Da sind die Flaschen drin. Leere Flaschen. Werkzeug. Klamotten. Wir bräuchten einen eigenen Schrank dafür. Leder. Zucker. Warte mal, das Booth können wir hier rausnehmen, wobei es auch egal ist. So. Halt, ich hatte noch Salz im Inventar. Sehr gut. Ja, das wird jetzt einfach nur noch sortieren. Aber das mit dem Water Barrel, das finde ich eine gute Idee. Was mich jetzt nur irritiert, ist das mit dem Abfüllen und auf einmal war es unsicheres Wasser. Das kann es doch auch nicht sein. So, hier machen wir mal die Sachen rein.
Mache ich erstmal. Wir haben noch eine. Ja, komm. Machen wir jetzt erstmal das da noch rein. Die Säge brauche ich ja anscheinend doch immer irgendwie. Da haben wir auch noch eine. Okay, Bretter. Halt hier auch Steine. Zwei Steine. Gut, oh, das ist schon 2:30. Wir sollten uns hinlegen, weil sonst wird das mit der, wird das echt schlecht mit der Erschöpfung. Okay, das ist jetzt schon eigentlich zu spät. 4 Stunden schlafe jetzt erstmal. Die wird sich nicht großartig auffüllen. Da muss ich echt aufpassen, was ich mache. Geht einigermaßen. Na gut. Vielleicht auch mal beim nächsten Nebel nochmal versuchen, sich hinzulegen. So, wir können nochmal Bretter in die Dings reinklopsen. Die fehlten, glaube ich, ne? Und. Nein, die fehlten nicht, das Problem. Ah, das Problem sind die Baumstämme. Wir brauchen Baumstämme. Und ich wollte, die lasse ich jetzt hier drin, beim letzten Nebel ja eigentlich. Bretter machen. Kommt irgendwann ein Sturm auf und wir müssen vorbereitet sein. So, wir haben noch einen Motor. Gut, wir haben alles im Auto, was im Auto bleiben muss. Ja, ihr Süßen, ich weiß gar nicht, also ein Ei habt ihr gelegt, aber pff, was ihr sonst für einen Sinn habt, keine Ahnung. Okay. So frustrierend, ne? Was kostet es mich, eine Axt zu machen? 2. 2 Metal Ingots und 6 Bretter. Die Bretter sind echt nicht das Problem, aber 2 Eisenbahnen oder Metallbahnen. Da müsste man jetzt eine Statistik aufstellen, wie lange eine Axt hält. Wenn wir jetzt zum Beispiel Autos zerlegen. Aber es müsste sich theoretisch lohnen, ne? Und wir müssen ja jetzt noch ein paar Bäume fällen. Okay, Essen ist auch fertig. Das scheint momentan recht gut alles zu trocknen. Ich hole mir jetzt erstmal eben von dem Haus die Lampen. Oder war es nur noch eine Lampe? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Das war jetzt nur noch. Nee, da ist noch eine. Die holen wir uns mal eben. Zack. Ich meine, unsere Nachbarn brauchen die nicht. Also von daher, ich gehe mal davon aus. Ich weiß nicht, ob die noch abends lesen wollen oder sowas, keine Ahnung, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass sie es nicht benötigen und dementsprechend würde ich die ganz gerne hier bei uns aufstellen. Und das Licht geht eh spätestens dann aus, wenn wir kein Fuel mehr haben. Bringt schon ordentlich Licht, ne? Eine ist dann noch da beim Steg. Ups, die können wir uns mal eben holen. So, guten Morgen, Nachbarn. Also keine Angst, ich leih mir nur mal eben euer Licht aus, okay? Ja, ich bring's wieder. Wirklich, also wirklich, ich versuch's. Ich gebe Mühe. Okay, das schien nicht ganz so erbaut davon zu sein. Dass ich seine Leseleuchte mitnehme. Packen wir die hier hin. Packen wir die hier hin. Okay. Gut. Bäume fällen, Lissy. Du wolltest Bäume fällen. Ich glaube, die Nadelbäume bringen tatsächlich ein bisschen mehr. Und dann müssen wir unbedingt auch noch
Autos auseinandernehmen. Auf der Straße standen ja auch noch einige. Die könnten wir erst recht aus dem Weg räumen, weil wir dann nicht mehr drum herum fahren müssen. Was war das jetzt schon wieder? Ah, meine Stamina ist unten. Das ist, glaube ich, der Nachteil, abgesehen davon, dass ich auch gerannt bin. Gut, wir sammeln mal eben ein paar Sachen ein. Dann können wir verschnaufen. Besser. Nee, die bleibt unten. Nicht gut, wenn man so viel schaffen möchte, ne? Warum bleibt sie unten? Weil sie eben einen Augenblick braucht, um sich zu erholen. Okay. Verbrauche ich Stamina, wenn ich was baue? Und unsere Fatigue ist das natürlich auch nicht besonders gut. Ne? Wir müssen uns doch ein bisschen mehr, wir brauchen mehr Schlaf. So, 10 Minuten. Fertig. 36 Minuten riskieren wir. Ja, würde ich gerne, aber geht leider nicht. Okay, das ist. Wow. Das ist schon ordentlich. Hatten wir nicht auch eins mit Leiter gebaut? Wo habe ich das denn getan? Ich meine, wir müssen ja auch mal irgendwie da hochkommen. Also das ist schon, ja. Das ist schon eine Hausnummer. Aber es dauert halt ewig und es ist echt sehr ressourcenlastig. Sollte ich eigentlich vielleicht auch mal offscreen machen, aber irgendwie gehört das auch mit dazu. Das ist eben halt so, dass das ist ja auch die ganze Dynamik, beziehungsweise das ganze Spielgeschehen. Es ist nun mal so, das gehört mit dazu. Man muss sich aufrüsten und das ist auch in Ordnung. Aber dazu gehört eben halt auch dann die Arbeit, die man damit hat. Und nicht so von wegen, oh, das ist meine Base. Hier ist mein riesiges Fort, was ich gebaut habe. Und das komplette unterirdische Versorgungssystem. Das geht natürlich nicht. So einfach ist das nicht. Hier war schon mal keine Leiter dran. Ich hatte doch irgendwo eine Leiter. With Ladder. Alles klar. An der Innenseite. Na gut. Wir müssen ja irgendwie drauf kommen, ne? Ja, lauf nicht so viel, sonst hast du gleich keine Ausdauer mehr. Wir nehmen dem Bären jetzt seinen Wald, seine Grundlage und dann zieht er weiter. Ich könnte natürlich auch hier die Sachen auseinandernehmen, die Schaukel und die Rutsche. Aber das gehört auch so ein bisschen mit dazu. Das, was mich nur genervt hatte, war dieses Schaukelpferdchen, weil ich immer dachte, da steht einer. Und so viele Komponenten bringt das, glaube ich, nicht, dass man jetzt sagen kann, das lohnt sich. Yes, und wir haben immer noch nur eine Wand von da nach da, ne? Das ist, wow. Sehr anstrengend. Und in der Zeit erholt sich die Stamina auch nicht wirklich, ne? So. Brauchen wir sonst irgendwie eine Schneise oder so? Die beiden würde ich ganz gerne stehen lassen. Ich habe die Tür schon wieder aufgelassen. Sollte ich nicht machen. Damit irritiere ich mich immer nur wieder selber. Okay, ist eigentlich so, je größer die Bäume sind, umso mehr Holz geben die dann auch. Ich meine, bei den Birken scheint das zum Beispiel so, dass die dann weniger geben. Also jetzt zum Beispiel die Nadelbäume.
Oh. Ist Samina wieder unten? Ach, komm schon. Gibt natürlich schön viel Äste. Naja, Äste ist. Was war das nochmal? Zweig? Zweig ist kleiner als eine Ast, ne? Äste. Also Äste ist was Größeres. Shit. Haben wir so wenig Platz? Ja, klar, weil der Rest vollgeklumpt ist. Warum mache ich das immer wieder? Es fehlt immer noch einer. Gut, ich packe jetzt erstmal eben noch die Sachen hier in die Garage. So, die packen wir einmal rüber. Das. Den Kanister mache ich mal ins Auto. Den müssen wir definitiv mitnehmen, wenn wir ja losdüsen. Wäre aber auch etwas, wenn ich dann die Autos auseinandernehme. Dann nehme ich es einfach mit. Oh, warte. Wir können derzeit noch was bauen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich dafür brauche, aber werden wir dann ja sehen. Wo ist es denn? Water Barrel. Okay. Ich stelle mal eins hier hin. Wir fangen mal an, das zu bauen. Brauchen noch 8 Bretter und 4 Komponenten. Acht Bretter, 4 Komponenten. Dann können wir nämlich dann demnächst im größeren Stil Wasser holen. Und dann auch abkochen. Das sind jetzt so wichtigere Sachen. Ich muss ja auch mal eine vernünftige Grundversorgung mir hinlegen, ne? Es wird nebelig. Danke. Gut, egal. Das macht nichts. In der Zeit kann ich auf jeden Fall sortieren. Also wird es jetzt erstmal uninteressant. Ihr könnt eventuell vorskippen, wenn euch das nicht so interessiert. Ich mache jetzt auf jeden Fall nicht Pause. Ich ziehe das jetzt erstmal durch. Werde ein bisschen sortieren. Ich weiß nicht, warum. Ich mache jetzt die Matches hier mit rein. Ich will die aus dem Inventar loswerden. So, das können wir auf einen Haufen machen. Die gehören da auch nicht wirklich rein, ne? Das ist auch eher so Bastelmaterial. Die sind auch voll damit, okay. Blätter haben wir jetzt ordentlich wieder. Wir könnten auch Lashes bauen. Nägel mache ich erstmal hier rein. Das stacke ich erstmal wieder. Ich wollte das Ducktape, glaube ich, hier stacken, ne? Solange ich es nicht brauche, mache ich den Stack voll und den Rest kann ich dann hier reinmachen. So, Punkt aus. Den Eimer brauche ich gleich noch. Die Matches hatte ich jetzt eben gerade hier mit reingetan. Haben wir ganz schön viel. Okay. Nein, den hier. Dann mache ich die erstmal hier mit rein. Hier mache ich die rein. Und die mache ich da rein. So, die nehme ich wieder runter. Den Rest brauche ich zum Bauen. Die können wir gleich mal eben. Ich esse erst mit das hier. Und dann gucke ich mal eben, können wir das nochmal eben trinken. So. Ein bisschen Verschwendung. Aber was soll's. Gut. Wir könnten auch versuchen, eine Stunde zu schlafen, um unsere Dings wieder hochzukriegen. Ich versuch's mal. Ich höre jetzt gerade keine Zombies in der Nähe. Das Licht bringt nicht ganz so viel. Ich versuch's mal. Eine Stunde? Leck mich am Arsch. Wieso geht der an unsere Strukturen? Willst du mich verarschen? Was war das denn jetzt gerade?
Ey, das darf doch nicht wahr sein. Im Ernst jetzt. Okay, wir bluten, wir wissen alle. Was brauchen wir? Wo waren die gleich noch? Oh Mann, ich will... Okay, das ist Kacke. Was ist das hier für eine Scheiße? Ich will an den... Ich will... Ich muss mich verbinden. Wo hatte ich jetzt nochmal das hingetan? Hier, ne? Das mache ich aber oben. Warum hat er das jetzt eben aufgemacht? Ich verstehe das gerade nicht. Treatment. Affected Hit. Hallo? Treatment? Hallo? Jetzt. So. Bandagieren. Bleeding, Move Speed, ja, das weiß ich. So, pass auf. Wir bleiben mal eben kurz hier stehen, damit das, die Blutung aufhört. Oh, das Bein ist echt das Ätzendste. Wenn du noch nur einen verletzten Arm hast oder sowas, dann geht das ja noch. Aber wenn du laufen musst, ist das echt übel. Und mein Kaffee ist übrigens kalt geworden, verdammt. Okay, die Blutung haben wir. Echt, der kommt in mein Haus und haut mich blutig? Ihr kleinen Wichsfrösche, ne? Gut. Umso mehr bin ich jetzt der Meinung, wir müssen alles dicht machen. Und ich bin fast im Überlegen, ob ich jetzt einfach da soweit jetzt das fertig mache und dann einen Zaun drumherum ziehe, soweit wie es geht. Dann fangen wir mit dem Zaun einfach erstmal an. Über den Zaun können die Zombies wenigstens nicht. Die Banditen können da sicherlich rüber, gehe ich einfach mal stark von aus. Die spawnen aber ja auch einfach so aus der Luft. Das sind ja eh Zauberer, was das anbelangt. Oh, es ist ärgerlich, ne? Die sind aber auch so ratzfatz durch. Und warum? Weil ich geschlafen habe. Wenn ich jetzt hier irgendwo gehockt hätte, wäre da keiner rangegangen. Machen wir uns nichts vor. Da wäre keiner rangegangen. Ach, hier sind die ganzen Dinger, okay. Ja, dann machen wir das erstmal da rein. Das ist total ätzend. Das ärgert mich echt gewaltig. Dass sie so schnell durchbrechen können und reinkommen. Naja, nützt ja jetzt nichts. Wir müssen ja jetzt damit klarkommen, was wir hier haben. Okay, Borke. Und dann kommen hier noch die Dinger rein. So, hier wollte ich den Boost mit reinmachen, genau. Die leere Flasche kann ich noch wegpacken. Dann können wir wenigstens das ein bisschen freiräumen. Ich will jetzt auch hier nicht durch die Gegend rennen. Mit dem blutenden Bein. Aber es ärgert mich jetzt dermaßen. Ich brauche Nägel und Bretter. Um das zu machen. Super, wir haben nur ein Brett. Dann stellen wir erstmal ein paar Bretter her. Ich packe mich mal hier in die Ecke. Und dann machen wir mal ein paar Bretter. Ja, ja. So, zack, zack, alles klar. Jetzt brauche ich noch ein paar Nägel. Die hatte ich hier reingetan. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Ein Hammer haben wir. Hammer, Hammer. Dann reparieren wir das mal eben. Gut, wie geht das? Mit dem Hammer wahrscheinlich, ne? Da. Ach, mit F. Rapid to Repair. Ich sollte mal mehr auf die kleinen Hinweise in der Mitte des Bildschirms achten. Machen wir. Ach, immer einzeln, alles klar. Drücken, 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 drücken. Drücken, 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 drücken. Ach, ein Brett ist das. Ach, du ahnst es ja nicht. Oh, wow, super. Wir brauchen Nägel.
Und das dann fünfmal, fünf Bretter passen davor. Im Ernst, jetzt Spiel. Und die kommen da ratzfatz durch. Macht mich jetzt gerade ein bisschen böse. Na gut. Stellen wir noch ein paar Nägel her. Nägel, das dauert auch noch mal wieder. Na gut, ich habe ja heute nichts mehr vor, aber tschuld. Die Frage ist, wenn wir jetzt Leute befreien, können die das für uns machen? Werkeln die dann für uns das fertig? Oder ist das noch nicht drin? Zack. Und jetzt haben wir es wieder. 100%. Okay, na gut. Unser Bein ist wenigstens ein bisschen geheilt dabei bei der ganzen Geschichte. Dem wird das auch nicht gut bekommen, wenn wir jetzt hier anfangen, sag mal schnell, nach Bäume zu fällen. Mann, jetzt war ich gerade abgelenkt, weil ich auf die Haltbarkeit der Würstchen geguckt habe. Wir könnten noch mal, wir haben noch zwei Stücken Fleisch, ne? Die müssen wir auch irgendwie verarbeiten. Wobei, die würde ich auch durchaus eben noch grillen oder sowas. Können wir auch machen. So. Verliert trotzdem ganz gewaltig. Naja, komm. Wir trinken. Lassen wir das Wasser erstmal Wasser sein. Und trinken erstmal die Cola, bevor sie abläuft. So, das ist viel wichtiger. Zack. Es verbessert die Haltbarkeit definitiv. Dann würde ich fast sagen, was so und so. Und dann nehme ich das Salz und irgendwas brauchten wir noch, ne? Wie war denn das?